Hello und herzlich willkommen zurück zu Bloodstained: The Ritual of the Night. Ich hoffe, die letzte Folge war einigermaßen interessant und ich habe mich nicht zu doof angestellt. Und hier sind wir wieder zurück in der Galeone Minerva und sehen uns den Rest an, würde ich sagen. So. Nein, hier. Wo waren wir denn noch nicht? Da können wir nicht hin, haben wir letztes Mal festgestellt, weil Sprunghöhe nicht ausreicht, die wir besitzen. Das bedeutet, hier ist es das gleiche gewesen. Oh, dann fehlt uns gar nicht mehr so viel. Nur dieser Bereich hier. Wunderbar, dann sehen wir uns das Ganze an. Was müsste hier raus sein? Ah, und wieder der Dulahan. Ah, das war diesmal zu großzügig ausgewichen, aber na, dafür das wieder zu wenig. Irgendwann kann ich es wieder. Ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass wir von denen einen Splitter bekommen, denn der Kopfflegel, den wir da erhalten, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen als Angriffszauber, zumindest für den Anfang. Später gibt es dann natürlich bessere, für meinen Geschmack zumindest. Aber für den Anfang war der Kopfpflegel eigentlich recht praktisch. Ah, simple Kiste. Und hopp. Yeah, Schatzkiste! Eine Peitsche. Die können wir uns natürlich auch gerne ansehen. Eine stabile Lederpeitsche. Ein Angriff von 13, also genauso gut. Nein, um 1 besser als das Kurzschwert. Waren leider auch nicht ganz meins. Ich meine, ich kann es probieren. Vielleicht gewöhne ich mich an die. Die sind etwas schneller als die Großschwerter. Aber um das Castlevania-Feeling aufrechtzuerhalten, versuche ich es mal ein bisschen mit denen. Na, das hatte ich befürchtet. Oh. Und wir haben ein Himmelblaues Platscher-Update. Das bedeutet, er sollte jetzt stärker sein. Tomaten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir? Gold. Gold kann man natürlich immer brauchen. Noch ein himmelblaues Platscher-Update. Das ist ungewöhnlich, muss ich sagen. Also das passiert mir normalerweise nicht, dass ich so schnell an Splitter komme. Timing ist gerade nicht mein Freund. Nicht unbedingt ideal momentan, aber mal sehen, ob das funktioniert. Nein. Okay. Diesmal nicht. Dafür erwischt mich der. Letzter Moment ausgewichen. Na komm schon. Ah, oh, wieder keinen. Ärgerlich, ärgerlich. Ich glaube, es könnte sich ausgehen da hoch, aber nein. Ich glaube nicht. Ich gebe dem Ganzen noch einen Versuch und sehe mir das an. Aber ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird. Vielleicht nicht mehr an, oder? Ah. Okay, das war jetzt timingtechnisch schlecht gedrückt. Von daher versuchen wir es einmal noch. Aber zwei Splitter hintereinander, kann mich gar nicht erinnern, ob ich das tatsächlich im eigentlichen Run damals geschafft habe. Nein, ich glaube nicht, dass man darauf kommt. Ah, verdammt. So, dann fehlt ja nicht mehr viel. Naja, hier sehen wir die ominöse leuchtende Tür. Das ist der Indikator dafür, dass dahinter ein Bossraum ist. Das bedeutet, wir sind schon fast am Ende der Galeone.
Fast. Sehen wir uns noch fertig um. Und dann schauen wir mal, was für ein Boss uns erwartet. Mehr Gold. Sage ich bestimmt nicht nein zu. Oh. Das wusste ich gar nicht. Bringt das irgendetwas? Das scheinen auch Dämonen zu sein. Dämonen? Hm. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ah, noch ein Speicherpunkt. Direkt vor dem Boss, das ist natürlich praktisch. Den nutzen wir sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht mehr, wie gut ich in dem Ganzen bin. Und falls mich der Boss tatsächlich killen sollte, weil ich mich ungeschickt anstelle, ist es angenehmer, denke ich. Ich werde es mit der Peitsche versuchen. So, Sleeping Beauty, you've decided to awaken. Sheeple, tell me you didn't do this. It doesn't make any sense. How does it not? After all the sins humans wrought upon us? Johannes told me what they did to you. And you're right, it's horrible. But what you're doing now is just as bad. No! No, there you are. Very wrong. What the alchemists did was reshuffle our bodies. What I intend to do is reshuffle the world. I'd say I've earned the right. Join me, Miriam. You're the only one who understands the pain I feel. What it's like to no longer be human. What? I never thought I'd hear those words from you. I was the one that came to you broken, convinced I was a monster, and you told me... This is nonsense! You told me... Our power doesn't make us good or bad. Our choices do. I'd given up on my humanity, but you restored my hope. Don't you remember? Master Jeeble. We must return. Yes. Miriam, I tire of reminiscing with you. You're here to kill me, aren't you? Then first prove you can find me. Along the way, you'll have no choice but to absorb shards and avail yourself of the powers of hell. If you can still claim to be human at the end of it all, then perhaps I might be more inclined to listen. Come, Gregory. We're leaving. Debo, wait! Und jetzt haben wir Jeeble gesehen und seinen Ausdämon Gremory. Und das hier. Ich muss auf die schnellere Waffe wechseln, ich kann nicht anders. Und das hier ist unser faszinierender Bossgegner. Eine Mischung aus Meerjungfrau und Kraken, würde ich sagen. Ja. Natürlich. Ein Talent dafür, mich zu treffen. Oder ich bin einfach wieder mal ungeschickt. Aber ja. Jeeble fungiert sozusagen als unser Antagonist. Der gute Jeeble. Natürlich dürfen wir Gremory ebenso nicht unterschätzen. Dämon ist Dämon. Was tust du?
soll ich jetzt schon einen Trank zu mir nehmen? Das war knapp. Bis jetzt verläuft der Kampf nicht so schlecht. Nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Ah, jetzt sollten wir definitiv einen Trank nehmen. Und vielleicht noch einen zweiten, sicher ist sicher. Critical. Yeah. Ich stelle mich wirklich nicht sonderlich geschickt an momentan. Ich sehe es selbst. So, von welcher Seite greifst du diesmal an, meine Herr? Schöne wäre vielleicht übertrieben, aber. Das war wirklich knapp. Nein, nein, böse. Ach komm schon. Ja, so ist gut. Komm her und lass dich schlagen. Gemeines Monster. Ah, perfekt. Ein Level Up. Und wir haben sie besiegt. Ah ja. Von Bossen bekommt man immer eine Scherbe. War vermutlich auch zu erwarten. Schlagendes Tentakel. Greife Feinde mit einem von Webhaares Tentakeln an. I saw it. Just a flicker. That was the Jeebel I know. I will put a stop to all this. We're here. Was this a village? What happened to it? The demons Jeebel summoned? They've moved faster than we hoped. Miriam, we have to hurry. This was where we were supposed to meet our contact. All right. But wait. Let me clear the area. There are still demons about. Und somit sind wir in unserem Ziel angekommen. Und natürlich hat es die Galeone nicht so gut überstanden, um es milde auszudrücken. Aber wir können immerhin in das Gebiet zurück. Ja, mein Minerva. Na gut. Avantville. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein armes Dorf, überrannt von den Dämonen, die Jeebel beschworen hat. Riesenratten. Knochenmaute. Ah, die... Gold. Die Fernkampf-Variante der Standardgegner. Auch alles. Hm. Was haben wir denn hier? Oh, thank you, Miriam. You know who I am. And that means I'm sorry we couldn't get here sooner, Dominique. So this is our contact. Yes, the church sent me. An exorcist.
Then we're lucky to have you, Dominique. And the church, you, Miriam. Thank you for guiding her here, Johannes. You wouldn't have asked if it wasn't important, but you should tell us why you need her. Miriam isn't one to shy away from danger, but she deserves to be armed with all the facts. Yes, very well. I told you when I contacted you that the Shardbinder Jebel is responsible for summoning the castle. Yes, there's no mistake about that. He admitted as much. What? You spoke to him? Then let me get right to the point. I find it curious that the outpouring of demons facilitated by one Shardbinder just happens to coincide with the sudden awakening of the other Shardbinder after exactly 10 years. You're right. It is strange. But the church doesn't get to drag Miriam into this just because the timing is odd. Oh, do you decide for her then? I asked you to bring her here so she could see the horrors that have befallen the village and make an informed choice. I have no intention of forcing you, Miriam. You don't have to. I gave Jebel my word that I would stop him. What happened here only strengthens my resolve. Thank you, Miriam. I am sorry to put it on your shoulders. Pardon me? Oh, hello there. Are you all right? We didn't mean to ignore you. I'm all right, thank you. You are quite welcome. Do you have a name? Anne. What a lovely name. Anne, you shouldn't be out here. Let me take you somewhere safe. Oh, all right. Come on, this way. Na, da haben wir auch Dominique und Anne kennengelernt. Dominique wirkt für eine Exorzistin sehr gelassen. Wenn man bedenkt, dass das alles hier verwüstet ist. Aber gut, sie hat uns auch gerufen. Vermutlich hat sie einen Plan. I did some looking around before, and this place seems secure. Yes, agreed. Johannes, you, Anne, and I will remain here. We can assist Miriam from safe ground. What? We can't ask her to brave the castle alone? Don't be foolish. She is trained in combat. Are you? We would only get in the way. But that's not the point. I'll be fine, Johannes. Please don't worry. All right, but we'll be here if you need us. Let's not waste any time. We have a lot to do. Come back if you need anything. I'll get a workshop running so I can perform alchemy for you. Thank you, Johannes. I know you're strong, but be careful. I will. Und hier haben wir unsere Basis. Ein Rückzugsort. Und natürlich wichtiger Dreh- und Angelpunkt, wie man so schön sagt. Ein Wegstein. Was war der Wegstein? Dieses Relikt bringt dich an einen Ort, den du vor deinem inneren Auge hast. Erfordert Konzentration. Ich glaube, das ist der Rückteleport. Na, dann sehen wir mal nach. Naja, das Labor von Johannes. Damit er uns mit Alchemie versorgen kann. Heißt im Groben? Ah, here she is. You have to marvel at the church's resources. Look at what they've provided for us. I know, it's incredible. So, what I can do for you here in the workshop is take materials you bring me and transmute them into new items. But the alchemy is easier to show you than explain. Here, I have some materials we can use. What are we transmuting this time? Und hier haben wir unser Crafting. Fertigen von Ausrüstung wie Waffen, Tränken, Rüstungen, das Zubereiten von Essen, die uns diverse Buffs geben und heilen. Was soll... Ah, doch links steht es.
Bonus fürs erste Mal. Das bedeutet, das bekommen wir permanent. Das bedeutet, essen wir einen Reisball, bekommen wir permanent plus 10 Trefferpunkte und 2 Verteidigung dazu. Desto komplexer die Speisen, desto besser natürlich die Ausbeute davon. Also zahlt es sich aus, generell jede Speise versuchen wenigstens einmal zu kochen. Natürlich sind das nicht alle, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Jetzt geht es erstmal ums Fertigen. Tränke können wir herstellen. Ein Messer, das bringt uns nichts. Der Baselard, ein normaler doppelschneidiger Dolch, ist teils unser Kurzschwert. Können wir herstellen. Ein Degen, ein einhändiges Schwert zum Stoßen. Ist interessanterweise schlechter als der Dolch. Dann haben wir das Kurzschwert, das Langschwert. Pelikus, seine Großaxt mit doppelter Klinge, die ursprünglich zum Holzfällen gedacht war. Stumpfe Klinge, das Werk eines vergessenen Waffenschmieds. Auch interessant. Nodachi, eine lange Klinge, die von der Kavallerie des Fernen Ostens eingesetzt wird. Und dann haben wir noch unser Haarband, ein Piratenhut. Ein Hut wie ein Piraten tragen. Wahnsinnig. Wahnsinnig clever. Ein dünnes Gewand aus Musselin. Schuppenrüstung. Rüstung, die durch die zusammengewebten Metallplatten im Schuppenmuster entstanden ist. Ring, ein billiger, einfacher Ring. Fledermausflügel. Ein Schal, der wie Fledermausflügel aussieht. Erhöht unsere Verteidigung, also gegen Physisches. Und unseren magischen Angriff, aber senkt dafür unsere magische Verteidigung um 1. Ja, und dann einige Dinge, die wir noch nicht herstellen können. Darunter glaube ich auch einige der das sind Spezialsachen zum Großteil. Spezielle Waffen. Einzigartig unter Anführungszeichen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche ich davon hatte. Gut, aber ich würde sagen, was stellen wir denn her? 14, 12, 18, 22. Nodachi sollte eigentlich ein Zweihänder sein. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Waffe. Das bedeutet, ich würde tatsächlich das Langschwert herstellen. Da ich mir beim Nodachi nicht sicher bin, ob das nicht ein Zweihänder ist. Andererseits wird es als Katana geführt. Und die Axt als Großschwert. Ich versuche das nur, Dachi. I'll go with this. So, was können wir noch herstellen? Können wir die Fledermausflügel noch herstellen? Ja. Oder lieber doch das Hemd. Hemd würde uns tatsächlich etwas mehr bringen momentan. Stellen wir das Hemd her. Damit können wir fast nichts mehr herstellen. Fantastisch. Wir könnten noch den Ring herstellen, da wir sowieso noch einen zweiten Ausrüstungsslot haben für Accessoires. Stellen wir den auch noch her. Und das... Ah ja, hier kann man Scherben aufwerten. Wie bereits meinte. Das erhöht den Rang. Die Stufe ist, wie oft man die Scherbe eingesammelt hat.
Es steht hierbei auch immer dabei, was der Rang macht, und die Stufe erhöht meines Wissens nach immer den Schaden zum Beispiel für die Angriffssachen hier. Lassen wir vorerst, aber für den Fall, dass ich noch andere Scherben bekomme. Zerlegen kann man natürlich auch, hier sieht man auch, was man bekommt rechts. Hatte ich allerdings, na, hatte ich ab und zu benutzt, ja. Doch. Ihr könnt, das ist natürlich eine gute Idee, ja, wir zerlegen das Bauern. Nein. Ah ja, stimmt, für das Zerlegen braucht man Alkahest. Once I've transmuted an item, I'll pass it on to Dominique, so she can carry it at the supply post for you. I'll do my best to inform you of what items you can make from what materials. But when it comes to items I don't know about, you'll have to find a formula for me and bring it here. I understand. Also, the demon crystal you've obtained, the shards, those can be transmuted the same way as items. Each shard requires specific materials, but it's worth it to make your shards more useful. Try it when you get the chance. I think I will. Also, neither one of us has been eating well. No wonder, considering the struggle we've been through to survive. If you bring me the ingredients, I can use alchemy to prepare meals for us. With proper nutrition and a varied diet, you have the potential to get much stronger. Wenn Miriam eine neue Speise zum ersten Mal isst, erhält sie einen Wertbonus. Also das, was ich bereits erwähnt hatte. Naja, das Nodachi ist tatsächlich ein Einhänder, obwohl es mehr wie ein Anderthalbhänder aussieht. Aber gut, normalerweise ist der Nodachi ein Zweihänder, aber... Gut, Miriam ist auch kein normaler Mensch, von daher lassen wir das einfach mal so stehen. Dominique, what is all this machinery? That is photographic equipment we've been working on. Photographic? To put it more plainly, it allows me to capture images of real life, landscapes, people. What? Really? Can I try it? Unfortunately, I don't have the silver bromide I need. I'll see if I can find it. Be right back. Ah, sieht aus, als hätte sie gern ein Foto von sich. So there are still demons outside. Oh, they're so scary. Die gute Ahn. Miriam, welcome. Since this is your first time here, let me tell you a little bit about the supply post. Please. I have made arrangements so you can buy and sell items here. I would have liked to provide what you need for free, but seeing as we are largely cut off from the church's funds out here, I will need money in order to keep the supply post stocked. I hope you don't mind paying. No, I understand. I appreciate you doing what you can. I can also buy shards from you, if you no longer need them. Wait, is trade in demon shards even allowed? Of course. The church would sooner gather them up and make certain they are purified. I am not permitted to sell them, but I can buy them off you. You may want to keep extras, since possessing multiple shards of the same type amplifies its power, but there is a limit to how far that can go. And more importantly, if you carry a large number of shards, your body's corruption may accelerate, but I'll find a way to deal with that myself. I still recommend selling your shards as a means of making money. All right. I know you're looking out for me. I think that explains everything. Now, would you like to have a look around? Und hier sind wir beim Shop. Zumindest eine... What are you looking to buy? Einigermaßen vernünftige Erklärung, warum man es kaufen muss und nicht einfach bekommt. Finde ich zumindest. Momentan werden wir allerdings nichts kaufen. Wobei, sie hat ein paar interessante Sachen. Nein, momentan werden wir nichts kaufen, da wir sowieso das Nodachi haben. Oh, ein Diadem. Eine Krone voller billiger Juwelen. Verstehe. Ja, hätten wir das Hemd doch kaufen können. Oder ist es nur hier, weil wir es hergestellt haben?
Verkaufen und Scherben verkaufen. Sollten wir mehr haben, als wir brauchen. I forgot to give this to you. It's the key to the building. You can use it to explore further in. Thank you. I invited the other survivors inside where it's safe. They all have troubles that need resolving. If you can spare them the time. I'll do what I can. I know you will. Come back anytime. I'll be praying for you. Und wir haben den Dorfschlüssel erhalten. So, jetzt gehen wir noch hier rüber. Immer etwas extra Gold sammeln. Gold kann man immer brauchen. Und ein Speicherpunkt. Perfekt. Tja, dann war das diesmal viel Text und bla bla. Und ich würde sagen, lassen wir es vorerst gut sein. Ich hoffe, es war wieder einigermaßen interessant und ihr hattet Spaß. Ich hatte jedenfalls Spaß. Und beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen actionreicher. Keine Sorge. Also dann. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.